Zwei Wochen lang waren mehr als 100 deutsche China-Rückkehrer in Quarantäne. Heute haben sie ihr Quartier im pfälzischen Germersheim verlassen. Bei keinem von ihnen wurde das Coronavirus nachgewiesen. Auch die Labortests der etwa 20 Helfer, die die Menschen in den vergangenen Wochen betreut hatten, waren negativ. Erleichterung und Winken zum Abschied. Zwei Wochen Isolation in der Südpfalz-Kaserne in Germersheim sind überstanden. Viele der 124 China-Rückkehrer ließen sich von ihren Angehörigen abholen. Andere wurden mit dem Bus zu Bahnhöfen und zum Frankfurter Flughafen gebracht. Am Morgen waren die China-Rückkehrer und die 22 Helfer des Roten Kreuzes ein letztes Mal untersucht worden. Ergebnis: Auch nach 14 Tagen ist keiner mit dem Coronavirus infiziert. Vor zwei Wochen war die Gruppe aus Wuhan in Frankfurt am Main gelandet und in die Südpfalz-Kaserne gebracht worden. Wenige Stunden nach der Ankunft war bei zwei Männern aus der Gruppe das Coronavirus nachgewiesen worden. Sie kamen in die Frankfurter Uniklinik. Für den Rest der Gruppe begann das lange Warten in der Kaserne. Bis heute. Die Verantwortlichen zeigten sich erleichtert, dass alles gut gegangen ist. Sie können sich vorstellen, dass es keine einfache Situation war für viele, die ja zum Teil schon einen langen Weg in China hinter sich hatten oder noch darüber hinaus, dass sie hier nun nochmals 14 Tage in einer Quarantänestation ausharren mussten. Aus dem Bundesgesundheitsministerium hieß es, die Quarantäne sei notwendig gewesen, um die Rückkehrer, ihr Umfeld und die gesamte Bevölkerung vor dem Virus zu schützen. Das Coronavirus hat offenbar auch Auswirkungen auf die traditionellen Feierlichkeiten zum Geburtstag von Nordkoreas verstorbenem Staatschef Kim Jong-il. Statt der üblichen Militärparade zeigte das Staatsfernsehen lediglich Bilder von Machthaber Kim Jong-un im Mausoleum seines Vaters. Es war der erste Auftritt von Kim seit drei Wochen. In Südkorea wurde spekuliert, das Staatsoberhaupt habe sich wegen des Coronavirus kaum noch gezeigt. Forschen gegen das Virus, das aus dem Ausland droht. Ein Mittel, das eingesetzt werden soll, um dessen Ausbreitung im Lande zu verhindern. Wie sehr Nordkorea bereits betroffen ist, ist unklar. Dass das Regime reagieren musste, ist jedoch offensichtlich. Statt zur üppigen Parade zum Geburtstag seines Vaters zeigt sich Machthaber Kim Jong-un bisher nur beim Besuch im Mausoleum. Für den Nationalfeiertag des leuchtenden Sterns eher bescheiden. In der Sache schlugen die Staatsnachrichten zuletzt hörbar Alarm. Quarantäne für Betroffene verlängert auf einen Monat, Einreisestopp für Ausländer, keine Züge, keine Flüge mehr über die Grenze, aber nie offizielle Zahlen. Das Spray, das wir herstellen, kann das Coronavirus stoppen, behauptet der Institutsdirektor. Behandelt würden zunächst öffentliche Gebäude, heißt es. Zudem sollen im Lande tausende medizinische Fachkräfte unterwegs sein, wie es heißt, um Bewohner zu beobachten. Und hunderte zusätzlicher Fahrräder für Haus-zu-Haus-Kontrollen in abgelegenen Gebieten.